Willkommen zu einer weiteren Folge Ori und der Wille des Irrlichts. Zumindest so die deutsche Übersetzung. Wir sind noch an dieser komischen Stelle hier hängen geblieben, wo wir mit diesen Bogen da irgendwie reinschießen müssen. Was ich nochmal checken wollte, ist, kann ich den Bogen schießen, während ich fliege? Nee. Uff, da kommt auf einmal wieder so ein Sektosaurus. Nee, weiter. Ah. Oh. Oh. Ach Mann, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Ist natürlich ein bisschen doof. Ich glaube, hier unten war. Huch. Mist. Oh ja. Das Vieh haben wir erwischt. Wie kommt man da nochmal hoch? Ne, Moment, das war eigentlich voll doof, dass wir hier runter sind. Weil wir jetzt mehr Mana ausgeben, oder? So. Ne, da waren wir ja schon. Das, so rum kommen wir auch nicht laufen. Schwierige Angelegenheit. So viel fehlt aber nicht. Ups. Ach man, das ist echt. Echt nicht schön. Aber ich hatte. Nee, das, so wird das nichts. Und so wird das auch nichts. Aber mit etwas Glück. Wird sowas aus. Stimmt, das hat sich ja letzte Folge auch schon mal gemacht. Ah, diese Mücken. Genauso lästig wie in Real Life. War das? Ich weiß nicht, wie man das machen soll, vernünftig. Aber das bringt uns hier oben leider auch nicht wirklich sehr viel weiter. Alles kein Treffer? Es muss doch ein Treffer gewesen sein. Die Frage ist, übersehe ich hier gerade noch was? Ich habe jetzt erstmal kein Mana mehr. Man sieht leider auch nicht, ob man trifft oder nicht. Man ist leider relativ schnell out of Mana. Hey, doch, jetzt konnte ich in der Luft gerade benutzen.
Ups, dann probiere ich das so nochmal. Oh ja! Oh yes! Ja, das war ja der zweite Augenstein. Sehr, sehr nice. Jetzt nur nicht irgendwie noch abkratzen, das wäre sehr ungünstig. Zum Beispiel durch diese Mücke da. Aber ja, da geht's jetzt weiter. Ich will eigentlich nochmal da runter und diesen Zahn auch noch holen. Wo ich letztes Mal keine Ahnung habe, wo wir den gefunden hatten. Ich hatte eigentlich nochmal nach. Wir gehen erstmal nochmal zu den Zahn. Das würde ich eigentlich gerne nochmal machen. Und lassen ganz schnell dieses Vieh da in Ruhe. Dass er uns permanent mitverfolgt. Naja, jetzt nicht mehr. Das ist schön. Ups. Ja, das lassen wir lieber. Oh, das war close. So, jetzt sind wir da. Hier runter kommen wir noch nicht. Ne, was ist das denn? Keine Ahnung. Das hilft mir aber jetzt noch nicht allzu viel weit. Nee, bitte lass das einfach. Komme ich jetzt nicht mehr zurück? Das wäre natürlich jetzt ungünstig, dann müsste ich das leider noch mal erst später machen. Oder müssen wir, ich kletter mal da kurz oben rauf. Okay, nee, what? So, haben wir auch. So, das sieht schon besser aus. Das sieht deutlich besser aus. Da ist noch ein bisschen AP, hier so ein bisschen Mana. Oh. Aber das ist praktisch. Sollte weniger Angriff von oben machen, sondern. So. Ich glaube, jetzt sind wir schon mal im richtigen Gang, genau. Eieiei, da habe ich mich leider gerade zweimal treffen lassen. Upsi. So, dann müssen wir jetzt, glaube ich, hier runter. Und hier kamen die dann, glaube ich. Ups. Das wait. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwie. Das war ja der Baum, den ich glaube ich letztes Mal irgendwie nicht erkannt habe. Oh, wop, 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 pam. Da habe ich gerade nicht gedacht, dass er so weit springt. So, hier ist ja Maki. Und wenn mich nicht alles täuscht, hier sind wir dann. Ach, Moment, das war ja das Vieh. So. Und hier müsste er denn jetzt der Zahn sein. Weil finde einen Fangzahn von Hole in dem Gebiet, in dem du gegen Hole gekämpft hast. Da. Hier haben wir gegen Hole gekämpft. Moment, konnten wir da gerade hochklettern? Oh lol, da kann man hochklettern. Oh, what? Da kommt man lang? Aber so nicht.
habe ich das gerade gemacht? Oh Mann, ich darf nicht ganz hoch, weil sonst stoße ich da gegen den Stein. Bisschen runter. Oh yes, oh yes. Wir kommen tatsächlich hier hoch. Krass. Aber ich gebe zu, das hilft uns jetzt nicht damit weiter. Ich dachte, hier soll irgendwo der Zahn sein. Dann gehen wir da noch mal kurz hin, denn vielleicht liegt er da hinten irgendwo. Och nee, ich bin wieder gegen die Decke gesprungen. Ups. So. Das ist der Zahn, oder? Fangzahn von Hull, du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Sehr schön. Dann war er doch hier. Und dann ab zu den Marki. So. Oh, bitte. Ich glaub, so soll es fast sein. Ich springe jetzt einfach hier wieder rüber. Nehmen wir mal HP. Gehen hier runter. Dann war hier der Maki. Da, Moki. Oh, ein echter Fangzahn von Hull. Jetzt wird mir, wird niemand mehr an Mok, den Mutigen, zweifeln. Das ist für dich. Ich bin mutig, aber ich bin auch großzügig. Gorlek-Erz. Du hast etwas Erz gefunden. Ein geübter Handwerker konnte damit Gebäude reparieren. Gebäude. Interessant. Wollen wir jetzt mit ihm reden? Sei still, geistig. Über epische Geschichten mit dem Kampf. Über meinen Kampf mit Hull ein. Achso, jetzt willst du also sagen, dass du Hull bekämpft hast. Na toll, da hätte ich den Zahn vielleicht doch nicht geben sollen. Haben wir einen weiteren. Wir haben nur den Teleporter da unten bisher. Okay, dann hilft uns der leider noch nicht weiter. Waren wir da unten schon mal? Da ist nichts, okay. So. Tschüss. Kann man leider, leider. Die kann man schön einfach weg machen. Können wir hier was mit dem Stein anfangen? Hier ist auch kein Gebäude. Sieht mehr nach einer Höhle aus. So, die haben jetzt eher weniger eine Chance gegen uns. Sie hat noch ein bisschen mehr Leben. Da links waren wir auch noch. Hey, da waren wir doch schon mal, oder? Aber da ging es unten noch nicht weiter, so war das. Ja, wir bleiben einfach erstmal bei dem Plan, dass wir hier wieder zurückgehen. Okay. Trefferrate ist jetzt nicht ganz so vorhanden. Mana einfach just for fun. What? Wo fliegt denn die Pflanze? Können wir jetzt hier was mitmachen eigentlich? Nö. Gut, dann lassen wir das einfach erstmal dort stehen.
Try to get us. Moment, ich kam aber. Doch, ich kam von oben. Dann schleudern wir sie auch. Padim. Bisschen Mana, wie war das hier? War klar, aber naja. Was soll man machen? Ups. Kann ich mich hier schleudern? Nee, Moment. Achso, ah ja, ja, ja. Tschüss! So. Moskito-Alarm! Gut, aber den sind wir gut entwischt. So, dann machen wir doch mal die Augen da rein. Sieh und öffne deinen Mund. Cool. Quarlockstal. Wer bist du denn? Twillen. Splitter ansehen. Erhalte eine zusätzliche Energiezelle, ein zusätzliches Leben, versucht Schaden gegen fliegende Gegner. Chance von 10%, 50% Bonusschaden zu versuchen. 10% Crit quasi. Oh, Dreifachsprung. Aber boah, 2200. Nee, das ist doof. Nee, das ist auch doof. Also technisch gesehen ist das ziemlich cool. So, aber ich will jetzt noch wissen, was das andere ist. Schön. Gucken wir uns die Verbesserungen an. Achso, das können wir dann auch noch verbessern später. Ah. Ach, das sind dann komplett neue Fähigkeiten, die wir dann da eintauschen müssen. Oder? Ne, Moment. Wir gucken uns. Ich kaufe mir einfach mal HP und gucken, was passiert. Zum Kauf halten, achso. Gut, jetzt. Nee. Ah, doch, das. Ah, okay. Dann tauschen wir. Dann nehmen wir das erstmal. Raus, das rein. Dann haben wir nicht insgesamt mehr Verteidigung. Huh! Ja, geht schon wieder los mit den ganzen Traps. Oh. Also. Weiß jetzt nicht, wie ich gerade gestorben bin, aber wir sollten wahrscheinlich nicht in das Wasser, sondern diesen crazy Bogen benutzen. LOL, das ist ein Chamäleon mit Zunge. Oh Gott, das ist aber. Ups. Ungünstig. Oh, da ist so ein krasses Auge noch unter uns. Na gut, machen wir das nochmal. Einmal die Zunge bitte. Da ist nochmal so ein Maki. Moki. Du
Du bist ein Geister, ich habe deinen Schatten gesehen. Nein, es ist wahr, es gibt einen Ort, wo die Geisterschatten laufen und spielen. Einmal habe ich versucht, mit ihnen um die Wette zu laufen, aber ich bin nicht so schnell. Die Geisterprüfung. Okay. Wenn wir denn da an. Oh, warte, ich wollte. Oh. Für seine Eier. Sein eigentlicher Plan und uns daran zu stören, weiterzukommen. Aber wir sind einfach so gut und laufen da wieder hoch. Schuss! Aber diesmal laufen wir einfach an die vorbei. Haha. Kapum! Oh. Ein bisschen Abstand hätte ich vielleicht noch halt. Zunge für uns. Juhu. Das Wasser senkt. Oh, dann kommen wir an dieses lilafarbene Auge da unten ran. So. Okay, Mana haben wir aber noch. Das hilft uns aber noch nicht so viel weiter. Das Wasser dürfen wir nämlich noch nicht rein. Oder? Ups. Mann, ich will da. Was übersehe ich hier gerade? Da müssen wir dann wahrscheinlich am Ende hin. Kann ich dich nochmal deaktivieren? In der Tat. Na, das ist ja krass. Ups, überdenke ich das machen. Ungünstig. Ach Mann. Was haben wir hier? Moskitos haben wir hier. Ah, sagenhaft. Okay, den haben wir zerlegt. Was haben wir hier? Da muss der Stein von oben rauf. Das verstehe ich. Wir müssen erstmal nochmal wieder zurück. Ist ja insane. Da musst du aber deine Zunge wegmachen. Nee, wir brauchen deine Zunge. Schieben den ganzen Quatsch jetzt hier hoch. Und Scheiße!
Ups, wir machen das. Also nochmal. Erstmal brauchen wir dich. Dann brauchen wir dich. Dachte mir gerade so, wäre cool, wenn die Mücke jetzt von dem Stein zerquetscht wird, aber dann hat uns der Stein fast selber zerquetscht. Und nochmal wollen wir nicht zerquetscht werden. Mücken. Pam, 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 pam. Niemand mag Mücken. Niemand mag... Aua. Ich habe irgendwas auf der anderen Seite noch kaputt gemacht. Pum. Ey. Er mit deiner Zunge. Upsen. Nee, das ist gar nicht cool. Oh, ich seh's. Ja, guck mal, ist hier noch irgendwas? Ups, dann machen wir den Hebel so. Das senkt wieder das Wasser. Okay. Das ist wieder so ein Vieh. Was haben wir jetzt gemacht? Jetzt haben wir das... Aua! Es geht voran. Ich wurde gemückt. Oh ja, stimmt, das war nochmal das Auto-Explosion-Teil. Oh nein, ich... Einfach da weg. Oh. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass seine Zunge länger ist. Nice. Crazy. Moment. Ha, kam er da. Nee, bitte, lass mich einfach in Ruhe. Du auch. Wo kommst du auf einmal her? Jetzt bin ich aber low. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir dort. Da ist er immer HP dazwischen. Ah, stimmt, das ganze Wasser ist jetzt unten weg. Ah, jetzt kommen wir auch weiter. Und wir haben das da bekommen. Dann haben wir schon mal wieder eine gute Anzahl an Punkten. Pum. Hä? Wir haben gerade keinen Schaden bekommen. Zwei Mücken? Just die.
Da ist ein Fisch. Hey, so eine unsichtbare Barriere haut mich. Ich bin eigentlich am Stein schon vorbei. Okay, also so wird das nichts. Ja. Ah, fast. Okay, jetzt muss ich nur herausfinden, wie man das am besten hier macht. Ist es noch offen? Meist die Mücken schon wieder da. Gut, dann mach ich jetzt hier erstmal einen Cut. Die Folge ist ja auch schon wieder. Ja! Bei einer halben Stunde. Lösen wir das Rätsel in der nächsten Folge. Ist jetzt eigentlich gespeichert. Ja, hier ist ja wieder respawned. Auch hier. Dann ist hier gespeichert und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Das ist ähnlich.